Wenn du dich selbstständig machst, ist auch Führung ein Thema für dich. Egal, ob du Mitarbeiter hast oder ob du nur die Kunden und dich selbst führst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr kommen hunderte von Menschen zu uns, die entweder gründen wollen, wachsen wollen oder ihr Unternehmen verkaufen wollen. Und Unternehmen haben, egal in welcher Phase, alle etwas gemeinsam. Sie sind zuletzt ein großes Knäuel an Beziehungen, die geführt werden wollen. Und es gibt zwei extreme Führungsstile und ich werde dir die beiden heute vorstellen, sodass du entscheiden kannst, welcher für dich am besten geeignet ist. Und um dir die beiden Führungsstile besser nahe zu bringen, habe ich mich für eine Metapher entschieden von zwei Ländern, die beide von der Schafzucht leben. Und in dem Land West ist es auch so, dass hier Schafe sind, da ist ein Hirte mit seinen Hirtenhunden, der die Schafe begleitet. Und trotzdem hat dieses Land ganz spärliche Erträge. Wirtschaftlich geht es ihm nicht gut, hat wenig Gewinne. Letztendlich ist dieses Land von Armut geprägt. Nun, was macht der Hirte hier mit seinem Stock? Das erste ist, der Hirte geht hinter der Herde her und treibt sie vor sich hin. Und den Stock hat er nicht dazu da, um Feinde abzuwehren, sondern um die Schafe zu schlagen und sie vor sich herzuschubsen, dass sie ja nicht seine Spur verlassen. Und die Hunde, die Hirtenhunde, die haben nicht die Aufgabe, vornehmlich die Schafe zu beschützen, sondern sobald ein Schaf die Herde verlässt, dann wird es sofort gebissen, damit es ja in Reihe und Glied als Schafsherde von Wiese zu Wiese zieht. Der Hirte weiß hier vorne gar nicht, ob eine Gefahr ist, wo die Schafsherde reingeht. Vielleicht geht die ganze Herde, fällt sie in eine Klippe hinunter. Oder vielleicht sind es auch Wiesen, die gar nicht so grün sind, weil der Hirte hinterherläuft. Folglich sind diese Schafe verängstigt, sie sind verunsichert. Sie können von ihrem Hirten und von den begleitenden Hunden nur Strafe und Bisse erwarten und Schläge und Tritte. Und da der Hirte vorher das Gebiet nicht aufgeklärt hat, in welche Richtung sie marschieren, wissen sie auch gar nicht, ob sie da überhaupt überleben werden. Und diese Stresssymptome, die führen natürlich zu einem verminderten Ertrag, zu schlanken, verhungerten Schafen, die auch wenig Wolle geben. In dem Land Ost jedoch ist es so, dass zwar das Land auch von der Schafzucht lebt und da ist auch ein Hirte mit einer Schafsherde und im gleichen Gebiet, mit dem gleichen Fluss und den gleichen Hirtenhunden. Nur hier ist es so, dass der Hirte einen ganz klaren Plan hat. Er weiß nämlich, dass seine Aufgabe ist, unterwegs zu sein, auf der einen Seite neue grüne Wiesen zu suchen und die Schafsherde, die kann sich freiwillig dem Hirten anschließen, muss es aber nicht. Ein Schaf kann auch mal ausbüchsen und sollte es mal verloren gehen, nun, dann wird der Hirtenhund das melden und der Hirte wird dann das Schaf wieder einsammeln und zurück in die Herde führen, wenn es will. Und die Hirtenhunde, die sind nicht nach innen gerichtet und beißen die Schafe, sie sind nach außen gerichtet und beschützen die Herde, genauso auch wie der Hirte seinen Stab nicht dazu nutzt, die Schafe zu prügeln, sondern letztendlich Bären, Löwen und andere Angreifer und Feinde abzuwehren. Du kannst dir sicherlich vorstellen, wie hier diese Herde, die von grüner Wiese zu grüner Wiese freiwillig dem Hirten hinterherläuft, weiß genau, dass der Hirte immer die besten Stellen sucht, auf der anderen Seite aber auch die Wahl haben, mal rechts und links mal zu erkunden. Wie die Schafe sich fühlen, wenn sie wissen, dass die Hunde und der Stab nicht zur Bestrafung da ist, sondern zum Schutz. Sicherlich ist es auch verständlich, dass hier die Erträge, die Schafzucht, wesentlich besser sind, dass wesentlich mehr Wolle produziert wird und die Schafe an sich auch wohlgenährter sind. Entscheide du selbst, welche Führungskraft du sein möchtest. Möchtest du wie dieser Hirte selbst die Wege gehen, die besten Gebiete suchen und deinen Mitarbeitern es zur Wahl stellen, freiwillig dir zu folgen? Möchtest du deine Führungsinstrumente einsetzen, um dein Team zu beschützen, zu versorgen, die Prozesse zu verbessern, sicherzustellen, dass jeder alles hat, was er braucht, um seine Aufgaben zu erfüllen? Oder möchtest du lieber ein Controlletti-Freak sein, der hinter den Mitarbeitern herläuft, gar nicht selbst die Arbeit tut, die er von anderen erwartet und letztendlich seine Führungsinstrumente zur Bestrafung einsetzt? Nun, du wirst es am Jahresende erkennen, wie viele Menschen du hast, die dir freiwillig folgen, vor allen Dingen in Zeiten, wenn es mal schlechter ist, wenn es vielleicht auch finanziell mal schlechter aussieht, wenn Veränderungsprozesse da sind. Denn klar ist, dass die Menschen, die dir freiwillig folgen, dass sie auch dann bleiben, unabhängig vom Geld und sonstigen Karriereoptionen und auch dich in schwierigen Zeiten in Krisen begleiten. Sollte es diesem Hirten mal schlecht gehen, dann kannst du sicher sein, dass die Schafe weg sind. Und auf der anderen Seite ist auch klar, dass die Menschen, die sich frei entfalten können, die sich im Unternehmen ihre Persönlichkeit und ihre Berufung zusammenbauen können, dass die keinen Grund haben, deine Herde zu verlassen. Und wenn bei dir die besten Leute gehen, dann kann es sein, dass dein Führungsstil eher West ist. Vielleicht hat dir die Metapher geholfen zu erkennen, dass es kein Zufall ist, dass Menschen dir freiwillig folgen, dass sie gute Leistung bringen, dass sie sich entwickeln und dass sie sich entfalten können und auch in schwierigen Zeiten dir nachfolgen und unterm Strich natürlich gute Umsätze und Erträge bringen.
Wenn du hierbei Unterstützung haben willst, dann haben wir nicht nur Unternehmensberater, Steuerberater und Rechtsanwälte bei uns im Team, sondern wir haben auch viele gute Coaches und Führungsexperten, die dich dabei begleiten, deinen Führungsstil zu optimieren. Sei es im Coaching, sei es als Reflexionsperson, sei es als Intervision oder Supervision. Gerne kannst du jetzt einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch, unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner Schafsherde auf dem Weg zu den grünen Wiesen mit guten Erträgen. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.